Hi Freunde, in den letzten Tagen konnte ich leider keine Videos machen, weil ich zu viel Arbeit hatte. Aber heute soll es darum gehen, dass Frau Storch von der AfD in einer Talkshow war, wo natürlich keiner auf ihrer Seite oder annähernd auf ihrer Seite war, welch ein Zufall. Aber sie hat trotzdem alle zerlegt, besonders Frau Göring-Eckardt von den Grünen. Alles dazu nach dem Intro. Das ist noch kein Urteil, wo jemand verurteilt ist, sondern das muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie einen Haftbefehl. Ja, es gibt also dringenden Verdacht, dass die AfD tatsächlich eine solche gefährliche Organisation ist. Aber das steht noch nicht endgültig fest. Und ob das tatsächlich so ist, das kann das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt weiter auch mit geheimdienstlichen Mitteln untersuchen. Haftbefehl? Gleich ein Wort suchen, was schlimm klingt. Es steht noch nicht fest. Ach so, wie viele Jahre braucht man denn noch? Oder ist es vielleicht, weil die Wahlen bevorstehen? Was meint ihr dazu? Schreibt's mal unten einfach in die Kommentare rein. Lasst mir ein Abo und ein Like da, damit ich mit meinen Themen noch mehr Menschen erreichen kann. Es gibt einen Verdacht und Sie ermitteln. Und noch etwas, Sie ermitteln seit 3 Jahren. Wir werden seit 3 Jahren beobachtet. Offensichtlich hat es 3 Jahre lang nicht gereicht, etwas zusammenzutragen, das irgendwie weiterführend als das ist, was wir jetzt haben, nämlich einen Verdachtsfall. Auch das ist ja bemerkenswert. Wir haben 470 Beweisanträge gestellt. Wir wollten Beweise erheben über alles das, was der Verfassungsschutz vorgetragen hat. Aber das Gericht hat zu 470 Beweisanträgen gesagt, nö, wir erheben keine Beweise. Wir unterstellen alles das, was der Verfassungsschutz auch sonst noch gesagt hat, als wahr. Und darauf bilden wir dieses Urteil. Fast 500 Beweise und nicht einen möchte man sehen oder zulassen. Das ist doch schon komisch, oder? Frau von Storch, in der Doku gab es eine ganz interessante Zahl. 53% sehen die Demokratie durch extreme politische Kräfte bedroht. Liegt das an Ihnen? Der Verfassungsschutz irgendwelche Einschätzungen zu uns vornimmt. Dieses Konzept gibt es in keiner westlichen Demokratie. Denn der Verfassungsschutz ist das Innenministerium. Das sind die Politiker der anderen Parteien, die mit uns in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Und die beobachten uns und kommen zu solchen Schlüssen. Und dagegen müssen wir uns dann wehren. Das Konzept gibt es in keiner anderen westlichen Demokratie. Das kann man den anderen auch gar nicht erklären. Und ich denke, man kann heute schon sehen, wie diese ständige Wiederholung von menschenfeindlichen Äußerungen dazu führt, dass sich das Klima in Deutschland verändert, dass zum Beispiel jüdische Menschen sich bedroht fühlen, dass queere Menschen sich bedroht fühlen. Die Frage ist doch, von wem sie sich bedroht fühlen. Und nebenbei, die AfD setzt sich für die jüdischen Menschen ein. Also, was soll das hier? Man kann nicht jeden Wahlkampfstand mit der Polizei schützen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das habe ich auch gesagt, auf dem Land ist es manchmal noch ein bisschen schwieriger, ne? Weil erstens ist es da mutiger, sich hinzustellen, weil Nachbarin oder Nachbar vielleicht nicht nur AfD wählt, sondern auch aggressiv ist und wirkt. Was hat die gerade gesagt? Die Menschen auf dem Lande sind aggressiv, stehen die Leute vielleicht nur für ihre Rechte ein und leben noch freier und wollen diese Freiheit nicht verlieren? Kann es vielleicht das sein? Frau von Storch, der sächsische Innenminister Armin Schuster hat vorgeschlagen, einen neuen Straftatbestand einzuführen für die, und ich zitiere, Bedrohung von Amts-, Mandatsträgern und Ehrenamtlern. Meinen Sie, das würde helfen? Ich glaube, dass das keine gute Idee ist, dass sich die Politiker stärker schützen als alle anderen. Es haben sehr viele Menschen im täglichen Leben sehr viel und immer zunehmend Probleme mit täglicher Gewalt im Regionalexpress, auf den Straßen und so weiter. Sie wissen, wovon ich spreche. Und da die Politiker jetzt rauszunehmen, ist, finde ich, problematisch. Aber ich möchte, erlauben Sie mir einen Punkt zu machen, wegen persönlicher Gewalterfahrung, die ich auch hatte. Ich bin auch angegriffen worden. Nachdem mein Auto abgebrannt worden ist, 2015, bin ich das erste Mal 2016 körperlich angegriffen worden. Der Täter hat hinterher den Aachener Friedenspreis bekommen und ich Polizeischutz. Jean Peters, der jetzt eine verantwortliche Rolle bei Korrektiv spielt. Wo bleibt denn von den anderen da der Aufschrei? Ach so, das ist vielleicht dann was anderes? Vielleicht als letzter Punkt. Weil wir über Rechts und es wird suggeriert, es wird unterstellt, die Gefahr kommt irgendwie, die AfD hat der Ecke gesagt, heizt die Situation auf. Wenn Sie sich angucken, woher die Gewalt kommt, dann kommt die zu ganz großen Teilen überwiegend von links. 8-mal mehr von links bei Personenschäden und 6-mal mehr von links bei Sachschäden.
Und da, denke ich, ist die AfD Vorreiterin in eine ganz schlechte Richtung, weil sie immer wieder Menschen als Ziele markiert, weil sie immer wieder den Eindruck erweckt, es sei ein Problem, dass Menschen überhaupt in Deutschland sind, dass Menschen überhaupt leben. Dass Menschen überhaupt leben, weiß er überhaupt, was er da gerade gesagt hat? Nein, das kann ich nicht verstehen. Wir verurteilen linksextreme Gewalt genauso wie rechtsextreme Gewalt oder Gewalt gegen Politiker insgesamt, uneingeschränkt, ohne Vorbehalte. Und wir unterscheiden nicht zwischen Demokratinnen und Demokraten und Nichtdemokraten und Demokratinnen, so wie Sie das immer tun. Weil sie damit klar zum Ausdruck bringen, irgendjemand gehört offensichtlich nicht dazu. Im Bundestag hat es sich eingebürgert, dass die Begrüßung immer lautet, sehr geehrte Demokratinnen und Demokraten. Und alle wissen, wer damit nicht gemeint sein soll. Und dann wird Gewalt verurteilt gegen Demokratinnen und gegen Demokraten. Damit sagt man, die anderen dürfen angegriffen werden. Das finde ich heuchlerisch. Und das finde ich auch wirklich niederträchtig, um ehrlich zu sein. Storch zerlegt ja einfach alle. Und das ist Ausgrenzung und Menschen unwürdig. Das, was man der AfD immer vorwirft. Und ich kann mich sehr gut erinnern an die Rede von Herrn Gauland, als er gesagt hat, wir werden sie jagen. Und dieses Wir werden sie jagen hat natürlich bei vielen dazu geführt, dass sie das Gefühl haben, ja, wir sollen sie also jagen, also müssen wir uns jetzt überlegen, Frau Merkel und andere. Wenn man den Kopf einschaltet, weiß man genau, wie das gemeint ist. Aber man kann es ja so drehen, wie man es selber für richtig hält und braucht, oder? Sind AfD-Politikerinnen und Politiker Demokratinnen und Demokraten? Sie sind demokratisch gewählt, aber deswegen sind sie nicht Demokraten. Weil sie versuchen mit allem, was in ihrem Programm steht, sie versuchen mit ihrer Haltung, unser demokratisches System mal zumindest zu auszuhöhlen oder zu unterminieren. Und das können wir als Demokraten und Demokratinnen nicht akzeptieren. Storch macht das einzig Richtige und lacht. Was Sie anhaben, Sie haben Fotos von der Seite gemacht, ist der Rock zu kurz, ist die Hose zu blöd, keine Ahnung. Ich bin Ihnen fast dankbar, dass Sie das Beispiel gebracht haben mit Herrn Gauland und dem Jagen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie zufälligerweise den richtigen Einspieler dazu hatten. Gleich noch einen Seitenhieb ausgeteilt und schaut, warum. Das Zitat von Herrn Gauland, wir werden sie jagen, wissen Sie, von wem das kommt? Das kommt von Ihrem Parteivorsitzenden, der 1994, Ludger Vollmer, gesagt hat, wir werden den Kanzler jagen. Ja, da hätte man sich mal vorbereiten sollen, aber so war es halt ein Eigentor. Wenn der Kanzler die Mehrheit hat von 3 Stimmen, dann soll er sehen, wie er sich über die Zeit rettet. Nochmal 4 Jahre aussitzen wird er nicht. Wir werden ihn jagen, wir werden ihm im Nacken sitzen. Wir werden eine Opposition machen, die sich gewaschen hat. Und ich bin nicht sicher, ob Kohl, Kinkel noch mehr als 4 Jahre sich durchsetzen können. Daran konnte man sich scheinbar nicht mehr erinnern. Oder man sagt einfach, es war eine andere Zeit und da war es ja nicht so schlimm. Heute hat sie uns wieder erklärt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz politisch gesteuert sei, obgleich dort Beamtinnen und Beamte politische arbeiten. Beamte, die weisungsgebunden. Nein, das ist nur die Spitze der Behörde. Erzählen Sie mir mal den Spitze denselben der Behörde, Unsinn. Genau. Wissen Sie, wir werden die ganze Zeit beleidigt. Ich finde diese Polarisierung in der Tat schwierig. Das sind jetzt Frau Strack-Zimmermann von der FDP bezeichnet uns als einen Haufen Scheiße, auf dem die Fliegen sitzen. Sie meint die Partei und die Wähler. Herr Wanderwitz redet von giftigen Abschaum, wenn er von AfD und Herrn Gauland redet. Der Präsident von Eintracht Frankfurt hat gesagt, kotzt ihnen ins Gesicht. Ja, also eine Verrohung. In diesem Ausmaß, tun Sie bitte nicht so, als wäre das alles in Ordnung, wenn die das machen. Absolut, die eine Seite beschießt die AfD weit unter der Gürtellinie und da interessiert es überhaupt keinen. Und wenn die AfD dann zurückschießt, dann heult man rum. Eine Partei, in der Nazis den Ton angeben, in der Nazi-Inhalte vertreten werden, ist eine Nazi-Partei. Und es ist gut, dass viele Menschen das nach und nach merken. Erst recht mit ihnen reden und zwar massiv müssen wir das tun, aber nicht, indem wir gleichzeitig erzählen, wir lösen eure Probleme nicht. Das entspricht auch übrigens der Wahrheit nicht. Also die Regierung arbeitet tagtäglich daran, die Probleme zu lösen. So scheinen die Leute damit im Moment nicht besonders zufrieden zu sein. Ja, Das ist ein Teil des Problems. Ja, vielleicht ist das ein Teil des Problems, dass Teile der Medien, aber natürlich auch Teile des politischen Diskurses sich einfach von der Wahrheitsbasis so weit entfernen. Unglaublich. Teile der Medien sind das Problem
und scheinbar die Zeit auch, da er ja zu dem Mann von der Zeit hinzeigt. Also ich bin zunächst mal dafür, dass man einen solchen Verbotsantrag schreibt. Und zwar, weil ich glaube, dass ein Verbot der AfD tatsächlich nur die eine Hälfte der Lösung wäre, dieser Krise des der demokratischen Kultur. Und ich glaube, dass ein solcher Prozess, Verbotsantrag mit breitem Diskurs, die Menschen auch wieder begeistern kann für die Demokratie. Für das, was unser Grundgesetz eigentlich ausmacht. Jetzt darf ich aber, glaube ich, mal stellen. Frau von Storch, jetzt dürfen Sie gerne antworten. Was würde denn passieren, ich stelle Ihnen noch eine Frage dazu, was würde denn passieren, wenn die AfD verboten werden würde? Und jetzt legt Storch noch mal so richtig los. Wissen Sie, was Sie gerade gesagt haben, das ist schon wirklich bemerkenswert. Das klingt so in etwa zugespitzt. Wir retten die Demokratie, indem wir die Opposition verbieten. Auf jeden Fall stellen wir mal einen Antrag. Und dann retten wir die Demokratie, indem wir die Opposition verbieten. Das ist so hanebüchen. Das ist so hanebüchen. Stellen Sie sich das mal in den anderen Ländern vor. Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland geht voran und verbietet die AfD. Was macht dann Macron? Verbietet Le Pen. Und dann werden die Schwedendemokraten verboten und Geert Wilders. Und am Ende verbieten die Demokraten die Republikaner in den USA. Oder Orban verbietet die Opposition bei sich im Land. Dann ist der Aufschrei aber plötzlich wieder groß. Das erinnert an dunkle Zeiten. Und davor wird ja immer gewarnt, aber das ist doch, was dort gerade gefordert wird, oder sehe ich das jetzt etwa falsch? Und absolut spitze der Vergleich mit Orban, einfach nur köstlich. Ja, also das heißt, Sie spielen mit dem Feuer und es ist wirklich, ich muss es nochmal sagen, es ist hanebüchend, was Sie hier machen. Sie müssen sich mal selber zuhören beim Reden. Ja, Sie wollen die Opposition verbieten und merken aber, Sie haben schon so den Verdacht, dass... Vom Verbot der CDU ist keine Rede, ne? Es geht um die undemokratische. Ach so, die undemokratische. Es geht um die Unde. Sehen Sie, da haben wir es. Ja? Aber vielen Dank, ich finde, fand das super, dass er es noch einmal in laufende Kamera gesagt hat. Es geht um die undemokratische. Wir sind nicht die Demokraten. Und das ist einfach wirklich ein Skandal. Das darf einfach nicht sein. Lassen Sie mich vielleicht ganz. Die AfD findet, dass man aus Europa austreten soll. Aber Frau Göring-Eckert, dann würde ich Sie an dieser Stelle auffordern, mit Ihrer Fraktion dafür zu kämpfen, dass ein solcher Antrag wenigstens geschrieben wird. Das heißt ja nicht, dass man ihn stellen muss. Nein, danke für die Aufforderung, weil ich eben, das wäre mein letzter Punkt gewesen, nicht glaube, dass es gut ist, wenn jetzt eine Fraktion sagt, wir machen das mal. Sondern das macht dann Sinn, wenn demokratische Parteien miteinander sagen, wir beugen uns darüber, gucken da ist uns es das wieder an und stellen uns gemeinsam diese Frage, wie geht das? Ich glaube nicht, dass wir da im partei- oder fraktionspolitischen Diskurs sein sollten, sondern das sollten wir gemeinsam machen und in aller Ruhe darüber sprechen. Es sind ja Leute aus verschiedenen Parteien, die sagen, wir wollen uns das anschauen. Und für mich gilt ganz zentral gemeinsam Handeln der Demokratinnen und Demokraten an diesem Punkt. Unglaublich. Frau von Storch, diese Debatte um ein AfD-Verbot, die jetzt auch wieder entflammt ist, freuen Sie sich eigentlich über so eine Debatte? Nützt die Ihnen? Nein, ich finde das demokratieschädlich und ich finde, das ist ein Offenbarungseid der demokratischen Parteien. Dass sie sich mit sowas auseinandersetzen und glauben, dass sie, weil ich es lächerlich finde. Sie finden Demokratie lächerlich? Nein, ich finde es lächerlich, dass Sie uns ausgrenzen und dass Sie der Meinung sind, sich darüber erheben zu können, wer Demokrat ist und wer nicht Demokrat ist in diesem Land. Das finde ich unverschämt nach geradezu. Und deswegen finde ich auch die Debatte darüber, eine demokratische Partei, die eine Oppositionspartei ist, zu verbieten. Diese Debatte sollten wir nicht führen. Sie sollten sich mit unseren Inhalten auseinandersetzen, sehr, sehr gerne. Sie sollten ihre Brandmauer abbauen, sehr, sehr gerne. Dann reden wir über Themen und über Sachen. Ich glaube, das ist genau das, was die Menschen brauchen. Die Polarisierung, ich wollte das am Anfang sagen, vielleicht kann ich es jetzt am Ende sagen, die hat einen Grund, weil nämlich der gesellschaftliche Konsens aufgekündigt worden ist. Wir sind kein Einwanderungsland. Wir brauchen Energie aus Kohle und Kernkraft und es gibt zwei Geschlechter und nicht 96. Ja. Und diesen Konsens haben Sie auch. Ja, Freunde, schreibt mal unten einfach in die Kommentare rein, wie ihr die ganze Sache hier seht, wie ihr die Show genossen habt oder auch nicht. Folgt mir noch auf Getter, Telegram und X, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen, teilt meine Videos und meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.